Ah ja, ich finde es so toll. Yay, runterspringen. Das einfache Leben steht Cassandra einfach nicht. Das passt nicht zu ihr. Ich habe auch überhaupt keine Waffen mehr. Was soll denn die Scheiße? Kann ich mich wieder umziehen? Ich sag ja, mit der Steuerung. Meine ganzen Waffen sind weg. Ich weiß gar nicht mehr, welche Waffen ich hatte. Ich weiß es echt nicht. Das ist ein bisschen doof. Prozent Schaden mit der Fähigkeit Spatiat. Gezähmte Tiere. Ich weiß echt nicht, welche Waffe ich hatte. Hier, ich glaube, die Feuerkeule, oder? Die hier? Oder Hammer? Immerhin der Bogen ist noch da. Aber ich weiß nicht mehr, was ich für Sachen hier hatte. Absolut kein Plan. Prozent Feuerschaden, das kann sein. Ich glaube, das hatte ich. Das hier, ich glaube, ich erkenne es an dem Symbol da, weil ich das verbessert habe noch. Ich bin mir nicht sicher. Nee, das hatte ich nicht, aber man kann ja mal was anderes anziehen. Gift- und Brandeffektivität. Ich habe absolut keine Ahnung. Feuerschaden. Ich glaube, ich habe alles auf Feuer ausgelegt, wegen den Brandpfeilen. Hatte, glaube ich, die hier. Egal. So, sieht schon mal wieder ein bisschen Cassandra-mäßiger aus. Eber muss ich töten. Oh nein. Ich habe mit Eber in diesem Spiel schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe langsam Angst vor diesem Sound. Hier ist schon mal was für das, was wir. Du. Ich weiß nicht, wie oft ich das dir sagen muss. Du brauchst mir dafür kein Geld geben. Wirklich nicht. Uni-chan, ich weiß, du schreibst das. Ich weiß genau, wie du das meinst. Okay. Uni-chan. Wir bräuchten jetzt diesen Hype-Emote. Mann, warum kann das nicht schneller gehen? Ich möchte mehr Emote-Slots haben. Dann können wir Ruby hypen. Ja, ich rede schon wieder komische Sachen. Ich bin wieder. Jetzt bin ich wieder raus. Und Nietzsche, vielen.
Wirklich vielen, vielen Dank. Für 50 Erdbeeren. Das klingt besser als scheiß Euro. Dankeschön, wirklich. Für die ganze Unterstützung. Danke. Wirklich, vielen, vielen Dank. Du machst mich immer sprachlos. Jetzt muss ich wieder sagen, nur 50 Euro. Halt wirklich für beides. Wow, danke, also wirklich, Dankeschön. Soll ich noch sagen? Ich würde gerne typen. Achso, warte, kann ich eigentlich? Yay! Wenigstens das geht. Ich weiß nicht, wann ich den nächsten Slot bekomme, aber das ist ja erstmal die Ziege. Und ja. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Wow. Was sind denn das für dicke? What? Ach du Heilige. Ach du Heilige. Ja, bleibst du stehen, danke. Oh, du bist goldig, danke schön. Für die Hilfe, dass du dich. Wie weicht man nochmal aus? Wow, wie schwach seid ihr denn bitte? Und ich krieg Angst? Warum habe ich denn jetzt Angst bekommen? Die waren ja. Das war ja ein Witz. Ich weiß, was ich gestern gesagt habe, das brauche ich. Ja, ich. Ja. Das stimmt. Morgen hat eine von meinen Schwestern Geburtstag. Oh, cool. Wird dann wieder Kuchen gebacken. Das macht ja deine andere Schwester immer, ne? Ich kann das echt cool. Ach so, genau die hat Geburtstag. Ah, okay. Macht sie denn trotzdem Kuchen oder? Weil du hast ja schon öfter mal Fotos gezeigt. Respekt. Also sind schon richtig cool geworden. Lecker sehen sie auch aus. Jetzt muss ich wieder zurück. Trifft Darius im Dorf Düme. Okay, wir werden jetzt hier einfach ins Spiel reingeworfen. Was ist jetzt mit dem Baby und so? Die warten bestimmt oben. Ich habe keine Ahnung. Cassandra mit Kind. Ich komme immer noch nicht darauf klar. Ich glaube nicht, die bringt einer von der Arbeit, bin sicher. Ach, Hauptsache Kuchen. Wir sind da. Cassandra. Darius. Du warst nicht gerade leise. Das habe ich noch nicht versucht. Cassandra. Schön, dich zu sehen. Sie haben dich vermisst. Es ist hart, von der Familie getrennt zu sein. Was? Wie jetzt getrennt? Du weißt, ich wäre nirgendwo lieber als hier. Abenteuer ziehen Menschen wie uns an. Persien war so lange mein Schicksal. Es gab nichts anderes für mich. Okay. Eltern sind nicht allein ihrem Ehrgeiz verpflichtet, sondern ihrer Familie, Cassandra. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr gerade. Wie geht's meinem Sohn?
Oh, er schwebt in Gefahr, Cassandra. Er wird vermisst. Was? Oh, wie... Ist das ein Arsch? Sowas kann man doch nicht bringen. Oh, Sie spielen Verstecken. Mal wieder. Weißt du, das war witzig. Auch Natakas Lieblingsspiel, als er in Elpidios Alter war. Nee, ich hab auch keinen Plan. Ich hab grad überhaupt keinen Plan, was hier abgeht. Hä? Vielleicht klärt sich das noch auf. Ich bin nur gerade sehr verwirrt. Weiß nicht, welche Edition ich mir holen soll von Devil May Cry 5. Ich habe mir die ganz normale geholt, weil 60 Euro ist schon viel. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte gern eigentlich die Steelbook gehabt, aber das war leider zu teuer. Wie geht es Ihnen? Sie gewöhnen sich daran, an einem Ort zu sein. Das ist schwerer, als du denkst. Gibt es Neuigkeiten vom Orden? Nichts, nicht ein Wort. Nach dem Scheitern des Orkans ist es still um sie geworden. Und das bereitet mir Sorgen. Ist Elpidios da, wo er immer ist? Er liebt mich. Legst du dich auf Steam? Finde deinen Jungen. Ich finde ihn immer. Nach dir, Darius. Komm, zum Strand geht es hier lang. Okay, wie viel Zeit ist jetzt bitte vergangen, wenn sie Verstecken spielen? Also kann er. Kann ihr Sohn du bist schon. Noch immer schnell, Darius. Vielleicht wirst du nur alt. Also. Naja, Cassandra hat mit alten Leuten kein Problem, ins Bett zu stehen. Okay, wie viel Zeit ist jetzt bitte vergangen? Ich bin verwirrt. Ich habe geht da viel schneller. Mehr lodernden Flammen, Pfeilhageln, die den Himmel verdunkelten, wilden Bestien und schneidenden Klingen gestellt als Herakles. Aber das ist nichts im Vergleich zum Elterndasein. Ja, es ist viel schlimmer, ja. Das stimmt. Du schaffst das, Cassandra. Alles wird gut. Also ich weiß nicht, ob es sich für dich lohnt, die Deluxe Edition. Ich weiß nicht, was... Elpidie! Puise! Dai, da steht Dai im Namen. Warte, wird dich gleich finden. Elpidios planscht gern im Wasser. Ich frage mich, ob mein kleiner Krieger hier ist. Ich schätze nicht. Ich hab Angst. Wo ist mein Kleiner? Wo ist mein Sohn? Cassandra, wer bist du? Ich erinnere mich an eine Nacht im Zelt, als wir die Sterne beobachteten. Da muss er sein. Och nein. Elpidios versteckt sich wirklich gut. Hör auf, so mutterlich zu sein. Das nein. Kommt damit nicht klar. Sei wieder böse und frech und... Sie ist gerade so lieb. Mütterlich. In diesem Schiffswrack hätten Elpidios und sein Vater Platz. Ich sollte mich dort umsehen. Okay. Hunderttausend Red Orbs. Und ein Devil May Cry 5 Wallpaper. Aha, hab ich dich. Oha, deine Martha ist eine mächtige Söldnerin. Okay, ist nicht viel Zeit vergangen. Ich kann dir sicher viele Abenteuergeschichten erzählen. Vergiss nicht, sie für ihren heldenhaften Einsatz zu entlohnen. Ach, die übliche Bezahlung. Willkommen zu Hause. Das ist nicht mein Zuhause. Es ist schwer, von seinen Liebsten getrennt zu sein. Ich weiß nicht, Cassandra, das ist nicht dein... Es fällt mir gerade echt schwer. Ich bin jetzt kalt. Das ist Elpidios zu Hause. Ich bin froh, dass du dich um ihn kümmerst, Natakas. Ich bin meiner Blutlinie verpflichtet. Ohne dich hätte ich sie nicht schützen können. Ja. Wir haben also nur Babys gemacht, um die Blutlinie weiterzuführen. Wie fühlst du dich? Sicher. Ich fühle mich sicher. Entspannt. Abgesehen davon, dass unser Krieger immer hungriger wird. Der kleine Gierschlund. Nun, wir haben immer noch dieses Minotaurus-Huf-Elixier.
Ich wollte schon immer wissen, wofür das gut ist. Was? In jedem Fall sollte es ihm etwas Pep verleihen. Du willst an deinem Kind Experimente machen? Bekommt man das, wenn man den Minotaurus im Messerer erlegt? Nein, es stammt aus Pefki. Wirf es weg. Was geht denn hier ab? Wie geht es unserem kleinen Krieger? Du hast sicher wieder Abenteuer erlebt, was? Ein Kyklop? Oh nein! So viele Athena hast du besiegt? Beeindruckend. Du stellst selbst Brasidas in den Schatten. Hör auf! Dareios hat mir eine Einladung zu einer Feierlichkeit gesandt. Wir dachten, es wäre Zeit für ein kleines Familienfest. Und es wäre kein Familienfest ohne ein großes Festmahl. Elpidios und ich bereiten den Eber zu, nicht wahr? Eber, das erinnert mich an etwas. Kassandra und ich besorgen ein paar Meeresfrüchte. Wir werden ein Feuer bei der Klippe schüren. Dann bis später, mein kleiner Krieger. Das ist also seltsam. Aber auch schön für Kassandra, auch wenn sie irgendwie nicht bei ihrem Sohn ist. Dareios ist glücklicher, seit Elpidios da ist. Enkelkinder haben einen mysteriösen Einfluss auf Menschen. Aber es überrascht mich, dass du das hinter dem Bart erkennst. Komm schon, komm. Okay. Komm schon. Ich hätte mir nur eine andere Edition geholt wegen der Steelbox. Steelbook. Ansonsten finde ich die Extras jetzt nicht so mega interessant. Komm schon. Aber es ist nur meine Meinung. Was glaubst du, wird Elpidios, wenn er mal groß ist? Du meinst, ob er der Familientradition folgt und eines Tages als Söldner durch die griechische Welt streift? Es ist kein schlechtes Leben. Ich habe ein Boot. Man könnte sogar sagen, ein Schiff. Schön. Er hat ein Schiff. Sagt schon alles. Das ist ein schönes, ruhiges Fleckchen. Die Becken haben die perfekte Größe für Elpidios. Okay. Es ist lange her, dass es Muscheln gab. Und ich muss sie sammeln, genau. Warum auch nicht? Habt ihr schon mal Muscheln gegessen? Ich würde gerne mal probieren, aber ich habe irgendwie Angst, dass es eklig schmeckt. Findest du, Elpidios kommt mehr nach mir oder mehr nach dir? Er sieht gut aus, also eher nach mir. Ganz sicher nach mir. Was soll das? Sag mal. Schade. Schade, dass ich ihn nicht ins Wasser kicken kann. Also Kassandra ist ja wohl eindeutig. Also. Wirklich. Hallo, Baiwa. Naja, welcome back kann ich jetzt nicht zum Internet sagen, aber vielleicht ein Tick besser als sonst. Mal gucken. Wo soll ich jetzt den Rest finden? Guck mal, wie weit das Erkundungsgebiet geht. Hier ist es vorbei. Okay. Ich hole mir es mit online und spiele es auf einmal und fertig. Na, dann weiß ich nicht, ob sich dann eine Deluxe Edition lohnt, ehrlich gesagt. Dann eher nicht.
Muss ich irgendwie warten, dass dann da Muscheln reinkommen, oder? Anscheinend, weil ich war ja hier schon dran. Ja, die Ziege ist leer noch nicht da. Ich habe ja noch keinen Slot frei. Leider, leider. Ich weiß auch nicht, wann genau die Slots dann freigegeben werden. Also jeden Monat, aber ich weiß nicht, um welchen Tag. Ich denke mal auch so Ende. Monat. Mal kurz AFK, circa 15 Minuten. Okay. So. Das sollte für unser Fest mal reichen. Ich hoffe, du hast noch welche übrig gelassen. Warum? Lass uns zurück zur Klippe gehen, bevor Vater zurückkommt. Ich will dir noch etwas zeigen. Die Klippe ist hier entlang. Was soll ich dich da runterschubsen? Okay. Gerne. Was hast du denn hier für Umwege, Mensch? Was würde er denn jetzt an der Klippe machen? Ich habe so ein komisches Gefühl. Du sagtest, du wolltest mir etwas zeigen. Ich brachte dich her, um dir das zu zeigen. Das sieht nach einem Amulett aus. Meine Mutter gab es mir, als ich noch ein Kind war. Sie sagte, es wird dich beschützen. Möge es dich durch jeden Sturm geleiten. Das war nur Aberglaube, komm. Deine Mutter war weise. Ich will ihn jetzt nicht... Willst du nicht seine Mutter irgendwie in den Dreck ziehen? Ah, die Klappe, Patsy! Sie hatte recht. Es hat dich zu mir geführt. Ich wünschte, ich hätte sie kennengelernt. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Wo hat er das die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt? Natakas! Oh. Dann hätte es doch einfach Cassandra geben können. Ich kann nicht versprechen, dass ich immer da sein werde. Aber ich werde mein Bestes tun. Genauso wie ich. Da kommt er. Da kommt mein großer Mann. Elpidios hat Hunger. Nun, er hatte einen ereignisreichen Tag mit Großvater Darius. Bitte ihn, Cassandra, los. Zeig uns deine Bürsten. Entschuldigung, es tut mir leid. Ja, sie hat ein Kind. Komm schon, Natakas. Elpidios kann ruhig etwas länger aufbleiben. Er muss schlafen. Er hatte heute schon genug Spaß. Ich sollte dich begleiten. Wir kommen zurecht. Sag tschüss, Elpidios. Oder so. Wollt ihr das denn? Tja. Genießt du es, Großvater zu sein? Kinder sind wunderbar. Aber eine Liebe, die so tief geht, ist furchteinflößend. Verwöhn ihn nicht zu sehr. Zu spät. Gibt es einen Clip, wo die von der Zeugung... Ich glaube nicht.
Den Moment muss ich verpasst haben. Ja, das kann gut sein. Das war im letzten DLC. So am Ende. Wie gefällt dir diese ruhige Zeit? Vermisst du das aufregende Leben eines Vagabunden? Oder genießt du dein ruhiges Leben? Es ist zu ruhig. Ich trau dem Frieden nicht so. Ich habe das Knurren der Wölfe und das Klirren der Klingen in der Dunkelheit gewöhnt. Dem ist zu ruhig. Das ist es, Dareios. Ein einfaches Leben. Dareios! Ich sag ja. Es ist zu ruhig. Und ich glaube auch nicht. Zum Dorf. Sofort. Los! Ja, Action! Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Achso, er ist es. Ich habe mich dafür erschrocken. Ich muss das mal üben. Ja. Ich habe Cassandra so vermisst. Ich bin zwar verwirrt mit dem Kind immer noch, aber gut. Musik ist cool. Keine Sorge, ich komme. Martha ist auf dem Weg. Das sah lustig aus. Ja.